ist ein Beweismittel. Und meine Chance, mit auf die Reise zu gehen. Das Ticket und alles andere im Brief sind Teil meiner Ermittlung. Und Sie haben in Kairo sowieso nichts verloren. Wenn ich Ihnen den Briefumschlag nicht gegeben hätte, hätten Sie keinen Beweis, dass der Erbe des Raben an Bord des Schiffes sein wird. Ach, das Schiff ist die nächste Gelegenheit, das Auge zu stehlen. Und er wird nicht aufgeben, bis er es hat. Und genau deswegen sollten Sie mich mitkommen lassen. Nein. Nein, sagt er. Aber ich hab's mir doch verdient, mitzukommen. Hör mal, Inspektor Crozon. Ich habe es mir verdient, mitzukommen. Genau. Mit Nachdruck. Sie haben Außergewöhnliches geleistet. Ja. Mehr als irgendjemand von Ihnen erwartet. Genau. Und trotzdem wollen Sie mich hier zurücklassen? Sie haben unserem Gegner die Stirn geboten und sind gerade so mit dem Leben davongekommen. Nächstes Mal haben Sie vielleicht weniger Glück. Ich bin aber unkaputtbar. Das war kein Glück. Sie können erhobenen Hauptes in die Schweiz zurückkehren. Genießen Sie Ihren Triumph. Ich habe noch nichts erreicht. Der Kerl wollte uns umbringen und ist immer noch auf freiem Fuß. Das ist er wohl. Ja. So, jetzt sag ich mal aber mal, wo hier der Hammer hängt. Ich... Was haben Sie eigentlich noch im Tunnel herausgefunden? Nicht viel. Nachdem wir aus dem Tunnel gekommen sind, haben Robert und ich die Passagiere verhört. Was nichts ergeben hat? Nein, der Lokomotivführer und der Heizer waren verschwunden. Man hat sie später einige Kilometer die Strecke hinab gefunden. Beide behaupten, von einem Schatten überwältigt und vom Zug geworfen worden zu sein. Das hätte ich auch behauptet. Aber Sie glauben das nicht? Ich lasse die beiden überprüfen. Eventuell wurde einer bezahlt, um den anderen auszuschalten. Wie konnte der Erbe des Raben von der Falle erfahren? Wie konnte er das Dynamit in die Kassette legen und wie den Brief platzieren? Das Dynamit war vermutlich schon in der Kassette, als ich sie in den Tresor gelegt habe. Ich habe nicht reingesehen. Sie hatten keinen Grund dazu. Es war nicht mein einziger Fehler. Ich wusste, dass jemand oben auf dem Dach des Transportwaggons war. Aber ich habe mich durch den verfluchten Brief ablenken lassen. Woher wussten Sie? Zu spät. Ich hätte gleich reagieren müssen. Ist Inspektor Crozon vielleicht der Rabe? Oder bin ich das etwa? Oder ist doch Inspektor Crozon oder ich? Oder Crozon oder ich? Oder Crozon? Man weiß es nicht. Ja, der gute Inspektor Legrand, verzeiht mir die, den Wortwitz mit Crozon. Das passt einfach zu herrlich. Dem sag ich jetzt mal, dass ich einfach mal mitkomme auf das Schiff und ab nach Kairo. Guck mal hier, der Zellner, der war noch nie aus der Schweiz draußen. Der braucht ein bisschen Bräune im Gesicht. Deswegen kommt er einfach mit. Ich komme mit. Basta. Basta, basta. Unser Gegner ist fähig, mehrere Stangen Dynamit unter meiner Nase in eine Geldkassette zu schmuggeln. Das ist dein Problem. Nach allem, was wir wissen, könnten Sie jetzt gerade auf der nächsten Bombe sitzen. Halt mal den Wagen an, es ich will raus. Es geht einfach nicht. Aber. Ja, aber. Eine schwedische Musikgruppe. Ja, und nur? Hallo? Wir sind da. Ach, wir sind da. Jetzt sind wir da. Da sind wir dabei, da sind wir da, haha. Tra la 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 la. Huiuiui. Herr Zellner, Herr Zellner, Herr Zellner. Jetzt geht's auf die große Reise nach Indien. Nach Indien sag ich schon, nach Kairo. Inspektor Legrand, ein eiliges Telegramm aus Paris. Sie müssen zurück. Sie wurden gefeuert wegen Unfähigkeit. Schlechte Nachrichten? Es ist wegen des Fehlschlags im Zug. Ich soll zurück nach Paris und mich erklären. Als hätte ich es gerochen. Aber Sir, was ist mit dem Auge? Man will die ägyptischen Behörden informieren, dass möglicherweise ein Diebstahl geplant ist. Möglicherweise? Ägyptische Behörden? Was, wenn der Stein schon auf dem Mittelmeer gestohlen wird? Ach, hör auf. Ja, ich weiß, ich weiß. Guck mal rechts, der Robert. Das habe ich nicht bekommen. Das könnte ja Mattys Vati sein. Des Auges, Robert. Ei, Sir. Hat ja auch so rote Haare. Schön, Sie kennengelernt zu haben, Wachtmeister Zellner. Ja, Robert. War nett mit dir. Der Wachmann, ist das etwa Mattys Vater? Sag schon, Inspektor. Sag mal. Was hat der Konstable für ein Problem mit mir? Ha, ich glaube, er ist eifersüchtig. Oh. Er wurde mir von Scotland Yard als Unterstützung zugewiesen. Ganz ähnlich wie Sie von den Schweizer Behörden. Mit dem Unterschied, dass er mit nach Ägypten darf. Robert soll mich die ganze Zeit begleiten. Ihr Auftrag bezog sich nur auf die Schweiz. Im Moment würde ich genauso gerne zurück in die Schweiz gehen, wie Sie nach Paris. Ich weiß, aber ich bewege mich auf dünnem Eis. Da sollten Sie mir nicht noch auf den Schultern sitzen. Naja, jetzt komm, mach mal einen Punkt, Legrand. Also, Kairo, das ist ja
Das ist ja quasi nur ein Katzensprung von der Schweiz entfernt. Da kannst du mal beide Augen zudrücken und in Kairo schmilzt das Eis sowieso, das Dünne, auf dem du dich bewegst. Da fällt das Tresor ruckzuck ins Wasser. Und da im Tresor ist also das zweite Auge. Ja, ein Smaragd. Seit Anfang des Krieges lag er in einer Züricher Bank. Ich habe ihn persönlich aus dem Banktresor genommen. Und Professor Lucien hat als Experte seine Echtheit bestätigt. Und während im Zug ein falscher Edelstein auf Reisen ging, wurde der echte per Geldtransporter hierher gebracht. Wie ist er gesichert? Man kann den Tresor nur öffnen, wenn man drei passende Schlüssel hat. Einen hat Professor Lucien, einen Baronin von Trebitz, die all das hier bezahlt. Der dritte ging per Luftfracht an Dr. Abbas Mokhtar, den Direktor des Ägyptischen Museums in Kairo. Das heißt, nicht einmal Sie können den Tresor während der Überfahrt öffnen? Das ist korrekt. Wir wollten es potenziellen Dieben nicht so leicht machen. Löblich. Löblich, auch sehr gut, ja. Also der Schlüssel von der Baronin war bestimmt in ihrem Portemonnaie und der Schlüssel von Professor Lucien war bestimmt in seiner Tasche und alle Schlüssel sind schon weggeklaut. Da habt ihr natürlich den besten Leuten die Schlüssel in die Hand gedrückt, muss man sagen. Dem verwirrten Professor und der alten Tante da, ne? Von Trebitz. Naja, das Telegramm. Sie setzen damit Ihre Karriere aufs Spiel. Das ist Ihnen hoffentlich bewusst. Und ob mir das bewusst ist. Was interessiert Sie so an diesem Fall? Jemand gibt sich als der Rabe aus und schon riskieren Sie Ihre Karriere? Was, wenn er sich nicht nur dafür ausgibt? Wie meinen Sie das? Es ist seine Handschrift und Nico hat mich nur einer genannt. Schon einmal daran gedacht, dass ich damals den Falschen erwischt haben könnte? Vielleicht hast du auch gar keinen erwischt und daneben geschossen. Aber wie meinen Sie das? Nehmen wir einmal für einen Moment an, die Person, die ich damals angeschossen habe und die daraufhin vom Dach gestürzt ist, war nicht der Rabe. Wer hätte Interesse an der Wahrheit gehabt? Der Polizeipräsident? Die Politik? Nein, die wollten sich mit einer erfolgreichen Jagd schmücken. Und dem Raben hätte doch gar nichts Besseres passieren können. Die Jagd auf ihn wurde eingestellt. Er musste mich nicht mehr fürchten. Denn mir wurden so viele Orden umgehängt, dass er ihr Klimpern über Kilometer gehört hätte. Und jetzt ist er wieder zurück. Und Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann. Klingt das für Sie wahrscheinlich? Die Federn, die Briefe, Nico. Niemand außerhalb des Polizeiapparats weiß, dass der Rabe mich in seinen Briefen so genannt hat. Polizisten tratschen und es gibt genug gute Fälscher. Sie können doch nicht ernsthaft Ihren Ruf wegen so schwacher Hinweise gefährden. Nur Anerkennung für etwas, das ich vielleicht gar nicht getan habe. Ich muss einfach wissen, wer hinter all dem hier steckt. Ich bin's. Nein, ich bin's natürlich nicht. Oder etwa doch. Man weiß es nicht. Ja, ich denke mal, er hat den Raben angeschossen und der Rabe hat sich Jahre erholt und jetzt schlägt er wieder zu. So, jetzt aber mal die Hilfe anbieten. Komm, jetzt mal. Zellner, hau mal alles auf den Tisch. Jetzt sagst du mal, was Sache ist. Hier, meine Hilfe. Fassen wir mal zusammen. Einer der beiden wertvollsten Edelsteine der Welt wurde gestohlen. Ganz offensichtlich soll auch der zweite gestohlen werden. Sie vermuten dahinter einen legendären Einbrecher, der eigentlich seit 5 Jahren tot ist. Weiter? Der zweite Edelstein wird dort gerade verladen. In einem Tresor, für den man 3 Schlüssel braucht. Den ersten Schlüssel, den vom Archäologen, dürfte sich unser Gegner schon im Zug besorgt haben. Yep. Über den Verbleib des zweiten Schlüssels, der per Luftfracht nach Kairo geschickt werden sollte, wissen wir nichts. Wir müssen also davon ausgehen, dass er ihn schon hat. Bleibt nur noch einer. Der Schlüssel der Baronin. Korrekt. Sie brauchen meine Augen an Bord. Sie können Ihre Augen hier am Kai für mich offen halten. Ich wäre Ihnen sogar dankbar dafür. Aber wenn dieses Schiff ablegt, werden Sie uns traurig hinterherwinken. Aber... Wir haben es mit einem gefährlichen Mann zu tun und ich werde ihn ohne Rücksicht jagen. Ich werde Sie da nicht mit hineinziehen. Es ist ja wohl meine Entscheidung, ob... Ist es nicht. Es ist meine und ich habe Sie gefällt. So. Guten Tag, Machtmeister Zell. Ich soll am Kai bleiben. Am Kai. Ich bleib aber nicht am Kai, ich bleib wenn dann am Wolfgang. So, und jetzt ist mal Ruhe hier. Ja, betrachten. Wir können alles mal betrachten. Können wir das Schiff auch betrachten? Also, ich habe die Vermutung, ich befinde mich schon im 2. Kapitel dieses Spiels. Oh, was denn das? Geht zum Auto der jungen Frau. Hallo. Ach, da sitzt ja noch eine junge Frau drin. Betrachte das Kapitel. Uiuiui. Ein tolles Schlitten. Auto. Ja. Allerdings nichts gegen die junge Dame, der es gehört. Also ist ein 58er Chateau Lafite. Betrachte das. Erstaunlich, wie viel Gepäck so wenige Passagiere mitnehmen wollen. Mein Tipp ist, dass 3/4 davon den Damen der Schöpfung gehört. Nee, ich würde sagen, das sind 4/4. Ja, das Gepäck haben wir betrachtet. Was die Fahrerin. Was sie wohl darstellt?
Eine Schauspielerin? Eine Millionärstochter? Zumindest zieht sie die Blicke auf sich. Ja, das ist eine gute Ablenkung für den Raben. Ist sie vielleicht der Rabe? So, oh, wir verlieren ein bisschen Luft hier auf dem hinteren Reifen. Na gut. Vielleicht ist sie ja gut im Blasen, im Aufblasen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, Constable Oliver. Mensch, Robert Oliver. Constable Oliver scheint ein eher schlichtes Gemüt zu haben. Aber ich glaube nicht, dass er ein schlechter Polizist ist. Wie er im Tunnel reagiert und den Zug hinausgeschafft hat. Hut ab. Ja, mein Hut ist ab. So, rede mit dem Constable. Hallo, Constable Oliver. Guten Tag. Es heißt Constable. Oh, er nimmt es aber sehr genau. So, ich würde mich am liebsten direkt von dir verabschieden, du arrogantes, hochnäsiges, rothaariger Polizist. Ich wollte nur sagen, dass Sie im Tunnel einen guten Job gemacht haben. Danke. Woher wussten Sie nur, wie man den Zug in Bewegung setzt? Mein Onkel und mein Vater sind Bergleute. Mein Onkel kümmert sich um den Abtransport des Abraums. Verstehe. Und Sie haben ihm dabei über die Schultern geschaut. Klar, von nichts kommt nichts. Sein Onkel ist Bernardiner und er rettet verschüttete Leute, ja. So, der Rabe. Hat Legrand Ihnen von seiner Theorie erzählt? Dass es sich um den echten Raben handeln könnte? Natürlich hat er das. Wir sind Partner. Aber das Vorgehen passt doch überhaupt nicht. Der Rabe war kein Bombenleger. Wir haben den Brief und die Feder. Das ist ein Erkennungszeichen. Jeder kann eine Rabenfeder in einen Briefumschlag stecken. Sie müssen es ja wissen. Was soll das heißen? Sie waren es. Oh. Was war ich? Was? Sie haben den Briefumschlag auf den Tresor gelegt. Ach ja. Um mich selber in die Luft zu sprengen. Sie haben die Bombe weggeworfen und sind nun der gefeierte Held, oder nicht? Und der Rabe dürfte gut gezahlt haben. Das ist doch Blödsinn. Ist es das? Nur Sie, ich und Legrand waren im Transportwaggon. Einer von uns muss den Umschlag auf den Tresor gelegt haben. Legrand nicht und ich auch nicht. Denken Sie mal darüber nach. Ja, bin ich vielleicht doch der Rabe? Oder ist Legrand? Also Legrand macht sich immer mehr verdächtig, muss ich sagen. Ja, ich guck mir mal hier Gangway, die Gangway an. Die harte Gangway. Was auch immer passiert, ich werde noch heute diese Gangway hochgehen. Diesem elenden Bombenleger muss das Handwerk gelegt werden, bevor er noch mehr Menschen in Gefahr bringt. Ja, über diese Gangway, über diesen Weg sind schon einige Gangs geschrieben. Ich will Legrand erst unter die Augen treten, wenn ich neue Erkenntnisse habe. Sonst würde er mich sofort wieder von Bord schicken. Ja, ich habe neue Erkenntnisse. Ja, dein komischer Constable hält mich für einen Verbrecher. So, was gibt's denn jetzt hier noch? Genieße die Aussicht. So, dann genießen wir doch mal. Ein Genießerchen. Das Meer ist heute ruhig. Optimale Bedingungen für eine Kreuzfahrt. Ja, und weiter? Ja, ich muss ja wohl am Auto hier irgendwas rumbasteln, ne? Hab ich was im Inventar? Nö. Ich werde mal einen unauffälligen Blick aus der Nähe darauf werfen. Es gab mal einen Tipp, mehrfach draufklicken. Ja, ja. Dann werf mal. Hallo, Madame. Ich bin's, der Herr Zellner. Aus der Schweiz. Ja, kiss die Hand. Nein, das war ja Österreich. Aua! Dusselige Kuh! Das tut mir leid. Verklag dich! Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand vor meiner Tür auf dem Boden herumkriecht. Aber das macht doch nichts, junges Fräulein. Nichts passiert. Das freut mich, Herr... Zellner. Anton Jakob Zellner. Oh, die feine Dame. Ja, darf ich sie mal gerade durchsuchen, wenn sie sich schon so ans Auto lehnen? Mal gucken, dass sie keine Waffen dabei haben, keine Verstecken. So, wie ist denn ihr Name, Fräulein? Dürfte ich wohl ihren Namen erfahren? Patricia Myers. Sie sind Amerikanerin? So ist es. Ich hätte gedacht, sie wäre Afrikanerin. Gewiss. Ja, drückst du mir direkt das Ding da in die Hand, hier. Die alte Hutschatulle, Hammer. Ja, das Reiseziel. Sie sind auf dem Weg nach Ägypten? Yep. Machen Sie dort Urlaub? Mein Vater arbeitet dort für eine Eisenbahngesellschaft. Und baut das Land nach dem Krieg wieder auf. Toll. Ja, ganz wunderbar. Ah, oh, sie ist sehr begeistert. Sie freut sich richtig darauf, in Ägypten anzukommen. Noch einer. Ja, und? Ach, großes Glück. Ja, wenn ich Sie mal jetzt hier so... das wäre ja mein großes Glück. Sie haben großes Glück, dass Sie einen Vater haben, der Sie an so interessante Orte mitnimmt. Oh ja, welch Glück. Haben Sie denn kein Interesse an Ägypten? Die Pyramiden, die Geschichte?
Ich hätte mehr Interesse an einem Vater gehabt, der nicht 300 Tage im Jahr auf Reisen ist. Ich bin mir sicher, Ihr Vater bedauert, dass er nicht immer bei Ihnen sein konnte. Richtig. Und sicher wollte er immer nur mein Bestes. Dafür denkt er allerdings erstaunlich oft nur an sich. Boah, hier, jetzt muss man... Fräulein, du musst deinen Frust jetzt nicht an mir auslassen. Nehmen Sie bitte mein Gepäck an Bord. Verzeihung. Hallo? Schön, Sie kennengelernt zu haben, Herr Zellner. Was ist denn das für eine arrogante Sau, ey? Aber sie ist rasiert in den Achseln. Hör mal. Ja, aber wirklich unverschämt. So, kann ich die Koffer jetzt mal klauen? Was ist denn das? Oh, Dr. Gebhardt. Der Gepard im Schafspelz. Traut sich der gute Doktor etwa nicht an Bord? Hat er Angst vor Schiffen? Ah, wir werden es rausfinden, wenn wir ihn dann mal ansprechen.